Okay, schalte ab jetzt Lüft an. Okay, mach das. Wenn's laut blaut, weiß ich Bescheid. Nein, es war nur kurz, Mensch. Ach ja. Oh, bei dir hört man übrigens bei den Cutscenes gar nicht mal irgendein Poltern am Mikrofon. Ja, weil ich mich bewege und immer mal was trinken, zu trinken nehme. Ich übernachte hier. Cool. Kinder, lasst ihr uns kurz. Kinder. Hey, was ist das, Abby? Ein Abhörgerät. Sieht aus wie aus Arthur und Kenneth. Hast du das gebaut? Jupp, wer sind Arthur und Kenneth? Hast du etwa nicht die geheimen Abenteuer von Arthur Pennington und Kenneth van Holzhauser gelesen? Lebst du hinterm Mond oder was? Da, nimm! Mir fehlt die Zeit zum Lesen. Also Arthur und Kenneth sind Superspione, okay? Und sie Nein, erleben... Schluss jetzt. Hör zu. Mal fort ist keine Seltenheit, aber nicht so. Keine Anrufe, keine Briefe. Ich habe überall nach ihm gesucht. Er ist einfach verschwunden. Nun, laut meinen Agenten hat er das Land vor etwa 4 Wochen unter falschem Namen verlassen. Seitdem gibt's keine Spur mehr von ihm. Anja, ist dir in letzter Zeit irgendwas an ihm aufgefallen? Nein. Weiß nicht. Depressiv vielleicht. Manchmal spricht er den ganzen Tag nicht. Wie in der Klinik damals. Du kennst ihn ja. Ständig am Grübeln. Ja. Ich kann nicht nach ihm suchen, Grace. Ich muss hier bleiben und mich um die Mädchen kümmern. Du bist die Chefin des FBI. Kannst du denn gar nichts tun? Hör zu. Glaub mir, Mädchen. Wenn einer der Agenten etwas tun könnte, wäre ich sofort dabei. Aber weißt du, was das Problem ist? Er will nicht gefunden werden, Anja. Und wenn dieser Bastard BJ Blazkowicz nicht gefunden werden will, dann wird ihn auch keiner auf diesem verdammten Planeten finden. Richtig. Ja. Scheiße. Ich weiß. So ein Dreck. Sie werden nicht nach ihm suchen. Das ist so typisch. Waschlappen. Oh, hey, wir müssen was tun. Was würden Arthur und Kenneth tun? Das sind Figuren aus einer Geschichte, Jess. Ich weiß, du blöde Kuh. Ich denk nur laut nach. Ich empfange was von da oben. Aber da oben ist nichts. Wow. Wow. Keiner von euch wusste was davon? Definitiv nicht. Was zur Hölle ist das alles? Schaut mal her. Das ist Seths Handschrift. Wer ist das? Codename Blackbird? Pariser Katakomben? Das ist es. Ein Hinweis. Er ist in Paris. Weißt du, auch wenn wir was sagen, wird keiner was tun. Na gut, dann liegt's wohl an uns. Nun denn, wie spät ist es? Es ist Zeit, dass Arthur und Kenneth die Sache in die Hand nehmen. Scheiße, ja! Ihr seid seltsam. Abby, super Smash Walker, was zum Teufel machst du da? Wir holen uns nur ein paar Burger, Mama. Abby, komm sofort zurück, verdammt! Ich kann dich nicht verstehen. Abby!
Ich will euch was zeigen. Wow. Wo hast du denn diese Motorrüstungen her? Selbst gebaut. Alle Regimegeneräle tragen die. Ihr werdet sie also brauchen. Heiliger Scheiße, du bist echt die beste, Abby. Ich habe nur eins von Zeds Projekten beendet. Es war sein letzter Wunsch. Im Laderaum ist noch mehr Zeug, an dem ich arbeite. Kein Wunder, dass Grace dich in ihrem Forschungsteam haben will. Vielleicht schickt sie dich eher in den Jugendknast. War ziemlich wütend, dass du sie bestohlen hast. Glaubst du, es interessiert sie, was ihre Mutter denkt? Ist mir egal, was andere denken. Neu Paris. Was machst denn du? Ja, ich musste mich mal kratzen, Mensch. Oh, da ist ein Gemärre an deinem Mikrofon. Ja, das ist anscheinend doch zu empfindlich eingestellt immer noch. Ist also egal, wie empfindlich du das einstellst, wenn du da dran rumwirfst, dann rumpelt und poltert das. Scheiße. Bist du Blackbird? Und wer mögt ihr wohl sein? Keine 2 Minuten kann der Karl mal Stille halten. Nee, will ich doch gar nicht. Alles. Ich will diese Scheiße nicht nochmal machen. Alles oder nichts, Schwester. Genau wie Papa es uns beigebracht hat. Ich gehe erstmal schwimmen. General Winkler ist aus dem Rennen. Kehrt zurück in die Katakomben. Juju will euch sprechen. Benoit. Gratuliere, Mädels. General Winkler ist tot. Ihr seid wirklich für die Nazi-Jagd geschaffen, oder? Gar nicht mal so überraschend. Schließlich ist euer Vater der Mann, der ihren Kanzler getötet hat. Das hier ist ein großer Schritt für den Widerstand. Kommt zu mir und Jack zurück. Dann können wir uns das weitere Vorgehen überlegen. Ach, dort ist die Kiste. Ich such die gerade. Toll, unsere Leben wurden so zurückgesetzt. Hä? Wir haben wieder bloß 1 statt 3. Scheiße, sowas. Was mir gerade gefehlt hat, das ist ja wie bei Assassin's Creed hier, dieser Überlebensinstinkt, wo der angezeigt kriegst, was in der Nähe ist, was bei Tomb Raider gibt es das ja auch. So. Scheiße. Dann wollen wir mal, da ist er ja schon wieder, der Gute. Naja, bitte. Das ging doch. Aber willst du wissen, wie mit dir umzugehen ist? Kriegt ein paar Kugeln ab, hat eine dicke Rüstung. Ich hätte es erwischt! das hat der geile Wolfenstein-Humor. Ah, toll. Halt! Schön, wenn sie eben direkt in vorn laufen. Was? 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 Du Drecksack da oben. Ich frage mich gerade, wieso ich andauernd getroffen werde, ohne dass ich was höre, vor allen Dingen. Das sind 3 Typen oben, mindestens. Und dann einer ganz rechts noch. Ich sehe keinen. Einer ist weg. Ernsthaft? Ich habe den gerade 3-mal in den Kopf geschossen. Da fliegt dir nur der Helm weg. Gott, bist du doof. Kommandante! Ernsthaft? Der Kommandant hat bloß rumgestanden und gewartet, dass ich nur schieße. Komm, Kommandant! Negativ, Kommandant. Drecksack! Keine Soldaten mehr zur Verfügung. Negativ, Kommandant, es stehen keine Soldaten mehr zur Verfügung. Kam gerade per Funkspruch.
Da ist er! Das war er! Ah, da hinten kommt noch einer. Wo bist denn du? Ich bin hier unten und versuche mich gerade. Nee, 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 ich, Da oben lungert noch einer rum. Zwei. Der rennt doch nicht. Mega krass und voll extrem, Jazz. Au! Ach, ah, ein Dickerle! Komm, hab den runter, ich geh ins Geschütz. Ich hatte gerade irgendein Hindernis hinter mir, deswegen konnte ich nicht rückwärts gehen. Scheiße. Bist du oben? Ne, ich bin hier unten. Oh, der dicke... Moment, 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 da kommt zu dir hoch. Ich bin gerade stippen gegangen, ich bin da. Nee, ach doch nicht jetzt hier Laptop. Ja. So. Nein. Moment, wo ist er? Wo ist er denn? Ich hab den Schild ja schnell runtergeklickt, aber der Rest war nicht weit. Jetzt bin ich mal ein bisschen selbstmörderisch unterwegs gewesen. Wieso hast du dich ausbluten lassen? Ich hab grad nicht geheilt, ich war kurz davor zu heilen. Mensch. Schwester, kannst du mir helfen? Jetzt. Muss nachladen, keine Munition. Dort. Jetzt hast du gerade einen übersehen, der hätte dich gleich von hinten gekillt. Warte. So, das müssten sie gewesen sein. Gut, gehen wir looten. Kann man nicht diesen scheiß Alarm abstellen? Ja, kann man. Das nervt. Nicht. So. Haben wir doch ganz cool gemacht, würde ich mal behaupten. Ohne drauf zu gehen. Na. Laptop, sammelbares. Ich dachte schon, du bist gerade runtergestellt. Tagebuch, bla bla bla. Lebt doch noch einer. Wo? Okay, halt! Warte, 3D-Brille. Wozu braucht man die? Ja, wer weiß. Ach, das sieht so geil aus, dieses zerstörte Luftschiff hier, dieses riesen Monsterteil. Total am Fackeln. Ah, die Grafik ist irgendwie richtig, richtig geil. Ah, ne, das stimmt. Lecker! Ja, bei dir sieht das alles ein bisschen anders aus als ja, bei mir sieht das noch ein Ticken fetter aus. Ja, ja, irgendwann mal. Rüstung. Ah, hier ist schon wieder einer. Der Typ hat's gerade weggesammelt. Auto ist explodiert. Mhm. Herrlichst. Vier Charakterfähigkeiten, 72 Waffenverbesserungen, wurde okay. Mir gerade angezeigt. Weißt du, was so ein Typ noch übrig ist? Ein rechter Arm, Oberkörper, Kopf und bis zum Ellenbogen runter links. Aha. Sonst ist nichts mehr von den Typen übrig gerade. Hier gibt es übrigens eine Diskettenwerbung
Laserflop Supermax. Schnell und zuverlässig. Die besten Wissenschaftler vertrauen auf den Laserflop Supermax, damit all ihre wichtigen Daten sicher archiviert sind. Sie sollten das auch tun. Bestellen Sie jetzt 30% Rabatt. Wenn du das überlegst, das sind so Details, die hättest du früher nie lesen können. Mhm. Wo die Technik bei weitem noch nicht so weit war. Und heutzutage, da kannst du wirklich jeden Pöbel lesen, sofern es der Entwickler wollen natürlich. Und mit dieser ganzen alten 8-Bit-Grafik, oh je. So, sammeln. Oh, jetzt nickt mir die Nase. Kiste zertrümmern, da ist Kohle drin. Hörst du auch die Sirenen, so? Nö. Die werden wahrscheinlich die Straßen räumen. Ist ja keine Sirene. Ich verschon die Zivilisten. Kommt man auf den... Warte mal, kommt man auf den Balkon da hoch? Scheiße, ist eine Säule davor, ne. Oder, warte mal, Na, scheiße. Oh, geil. Hast du aber ein Tutorial gekriegt? Nee. Ja, oben ist nur so eine Dachluke, hochspringen und dann runterknallen. Kannst die Dachluken aufsprengen. So weit bin ich noch nicht. Ich bin jetzt noch hier vorne zugange. Drei Tutorials sind schon wieder hier. Hier ist da irgendwo der Gang, wo man hier mit Ramdingens rein musste. Ja, das war das kleine Häusel, wo ich gerade war, wo du gerade bist. Und ich muss dann auf die andere Seite. Das ist wieder hier. Das Büro. Wir sollten im Wachhäuschen suchen. Warte. Bin ich gerade. Wenn ich dran gedrückt halten. Nee, das ist ein Wachhäuschen, das ist was anderes. Oh, lecker. Ich höre schon wieder irgendwelche Stimmen. Ach, du bist hier schon durchgebrochen, okay. Ja, weil ich diesmal auch abweichen. Letztes Mal hatte ich ja Tom. Deswegen konnte ich das nicht knacken. Ich höre Stimmen. In deinem Kopf? Würde ich mir Sorgen machen. Mach ich mir schon lange nicht mehr. Och, wie haben sie mal gesagt? wenn du mit jetzt in den heutigen Zeiten mit deinen Pflanzen oder Haushaltsgeräten redest, brauchst du ja keine Sorgen zu machen. Es sei denn, sie antworten, dann solltest du dir Sorgen machen. Wo bist denn du? Im Bus. Ja, ist übrigens hier oben. War ja eine Luke. Wenn du mich oben drauf springst, kannst du die Luken knacken. Hast du mir gerade erzählt? Ja, wir wollten jetzt das scheiß Wachhäuschen wegen dem Code. Genau, dort. Ach, warte mal, hier ist ein Online-Zahlenfeld. Ach hier. Klar, ich hatte doch gestern eine Diskette gefunden, da waren mindestens drei Codes. Ja, wir müssen gleich mal untersuchen. Ich bin gerade selber an den Terminal. Hol erstmal so einen Digitalcode. Kontrollpunkt. Warte mal. Ich bin zwar an dem Kontrollpunkt, aber mir fehlen ja noch die Codes. Ach so, hier. 4, okay. 6, 2, 2. Und ja. Ah, so geht. Ach, siehst du. Ach ja, stimmt, da kam ja einer. So ging das ja. Flammenwerfer-Penner. Ich hab ihn durchsiebt. Lesbares. Granate werfen, drücke G, um Granate zu werfen. Mehr müssen wir nicht wissen. Du bist schon wieder weitergelaufen? Wie weitergelaufen? Ja, bist du in den Seiten-Dingern hier gewesen, im Treppenhaus unter anderem? Nein, war ich noch nie. Hört's doch mal ab. Nee, will ich nicht. Was, Seitendingern? Hä? In den Haus hier drin, in den Hausaufgang und dann in den Hinterhof. Da war ich. Ja, und den Hausaufgang auch. Weil du kannst ja in zwei Häusern, glaube ich, rein. Da warst du ja gestern auch irgendwo hochgesprungen, da hat's der auch noch was gefunden. Oder warte, nee, das war ja später.
Hier ist das Hauseingang übrigens, hier der Eingang. Ich weiß, war's drin, ne? Okay. Dann hab ich nichts gesagt. Eigentlich sind wir jetzt ready für den nächsten Abschnitt. Ne? Wurscht mit looten. Halt! Steht hier oben. So, geteiltes Extra-Leben. Kommen Sie ran, Gnädigste. Das ist ja komisch, dass man einen weiblichen Charakter spielt. Ich meine, ich bin zwar jetzt von Odyssey gewöhnt, aber... Tomb Raider? Genau. Nee, hier, Assassin's Creed Odyssey. Aber... Hier in dem Spiel ist das irgendwie komisch. Weil du einen blassen Corvizzo gewohnt bist. Ja. So, du links, ich rechts? Von mir aus. Okay. Und schon ist der Alarm wieder ausgelöst. Ach, hier waren wir ja gestern noch gar nicht. Doch, hier waren wir schon. Nein. Nur mit den Lasertypen. Und dann haben wir aufgehört nach den... Ach ja, doch, stimmt, hast recht. Den Abschnitt haben wir ja aufhören müssen. Ja, fast 2 Stunden, was wir durchchaotisiert haben. Hey, wechsel Position! Du bekommst eine Kugel in den Rücken, wenn du mir nicht auf das Ding gehst. Na, scheiße. Dachte ich's mir doch. Oh, das ist einer mit Laser und dann noch 2 andere Fette hier. Gut, einer ist weg. Ich muss auch schon mal kurz mich in Sicherheit bringen. Ich will gar nicht wissen, mit was da ist vollgepumpt war. Der Typ mit den Lasern hatte gerade nur noch einen Arm. Und er hat trotzdem weitergemacht. Hui! Du musst aufpassen, hier gibt's Drecksäcke, die beschießen sich gleich aus dem Fenster. Ich bin gerade mit dem Waffe entgegengeflogen. Schade, ich nehm das nicht. Weiter so! Zeig dir im Regime, wer der Boss ist! Videokassette! Ach, hier brauchst du wieder einen Code. Ja, das ist war da irgendwas mit dir. Ach, weg. Dem fliegt schön der Helm vom Kopf. Oh, hallo. Ich hab gerade den erwischt, der wollte einsteigen durchs Fenster und ich hab vor der Granate geworfen. Der hängt es im Fenster. Nee, hier liegt bloß. Ach, da ist durch die Mauer. Geglitscht. Oh, herrlich. So. So, wir haben einen PC. Das ging ja zügig heute. Und Wurfwaffen voll, okay. Munition voll. Wieder Kohle, komm mache. Hallo? Jetzt aber. Wirklich gerade der Typ mit den Lasern, das ist ein ganz schönes Brocken gewesen. Granaten? Ich hab den ja mit Granaten behakt. Nachdem du den unter Feuer hattest. Warte mal. Ich habe jetzt hier verschiedene Codes. Jetzt muss ich bloß wieder was zu schreiben da, oder? Ja. Gut, dann schreib mal auf. Da haben wir immer. Was machst denn du? Ja, ich hol gerade selber was zu schreiben. Du sagst, hast du was zu schreiben? Ich sage ja, ich höre. Ich warte darauf, dass du mir was erzählst. Da fängst du auf einmal hier an zu rotzen. 9576. Na, schreibst du nur oder ich?
Ich schreib's mal zusätzlich auf. Oh, scheiße. Na, dann schreib du. Ah, toll, Drohne. Weg. Außerdem wird das da aber normalerweise in dem Journal abgespeichert. Kann man das da lesen? Das wäre schön, wenn man das dann auch so sehen würde. Oh, hier kann man auf Bäm! Bäm! Kann man auf Ölkanister, hier ne Ölkanister, sondern Öl, na, wie heißen die Dinger? Fässer, genau, darauf kann man hier schießen. So, gehen wir mal ausprobieren. Ach, hier ist das Wachhäuschen, genau. So, zack! Diskettenterminal! Alle Disketten ansehen. Lesbares. Disketten hier. Okay, Türcode. Hier gibt es einen Türcode. Ach, das war der erste. Übrigens, die Kiste 8431. Ja, wir haben noch gar keine anderen Türcodes, wollte ich dir bloß mal sagen. Aha. Übrigens, die bei der Kiste gerade wurde der Code angezeigt. Den habe ich so eingegeben, wie er ist. Also ist anscheinend doch, so wird abgespeichert. Und du kannst dann sehen, was wie zu welcher Kiste gehört. Das ist auf jeden Fall riesen vorteilhaft. Trotzdem fehlen uns hier Codes. Ich habe 3 Stück gefunden. Na, dann musst du dich ja an das Terminal begeben, weil hier müssen die Codes eingegeben werden. Beziehungsweise, bei mir fehlt, also ich habe definitiv keine Kassette, die hier Codes enthält. Aha. Ich habe die Diskette genommen vorhin. Hm. Also ich kann hier nichts machen, mir fehlen die Codes. Ich kann an dem Terminal gar nichts machen. Okay, ja, so überall gelootet, also in den Raum, wo ich hier drin war, da war glaube ich auch eine Diskette, oder? Ich brauche deine schwesterliche Hilfe, Jeff. Dürften eigentlich alles abgekrast haben. Ich weiß ja nicht, wo du die Diskette gefunden hast. Wo ich gerade rausgekommen bin, wo der Typ hier. Ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Ja, wo der Typ gerade durchgeglitscht ist, als er erzählt hattest. Da habe ich die Diskette wahrscheinlich gefunden. Du weißt doch, alles. Ich krieg keine lange Finger. Alles, was geht, nehme ich schon mit in der Schießerei mit. Hier lag die, glaube ich, irgendwie. Oder in Regalen oder irgendwie. Und hier drüben lag noch was. Jetzt läufst du dort hinten lang. Ist auch gut. Weißt doch, ich krieg ja bei sowas immer lange Finger. Also, entweder. Na, hier war ich ja noch gar nicht. Hier bei der Garderobe zum Beispiel so. Lag das. Ah, jetzt hab ich die Kassette gefunden, die uns wahrscheinlich noch fehlt. Hey, ah, jetzt habe ich noch eine Kassette gefunden. Was ist denn das für ein Ding hier? Das sieht aus wie ein Drop-Pod. So eine Landungskapsel, so eine kleine. So, jetzt war doch, hier war doch der Gang. Genau, hier brauchen wir ja schon den Endtür-Code. Code eingeben. 1111111, hä? Ist das Ding offen oder zu bei dir? 4 mal der 1, zu. 9576. Nee, stopp. 9576. Ja, jetzt ist es offen. Nee, das hat mich bei mir angezeigt. Also wie gesagt, wir müssen die Diskette schnappen. Deswegen hab ich's mir aufgeschrieben. Disketten schnappen, entschlüsseln und dann hast du die automatisch. Ach, ja. Hier, das Ding meinte ich übrigens. Das sieht aus wie so eine Landungskapsel. Ich glaube, dass der fette Typ rausgekommen mit den Lasern. Ach, hier gibt's wieder 9. Wir haben alle gestohlenen Kisten der Regimepolizei gesichert. Es sind insgesamt 3 Stück. Es befindet sich in der Gasse neben dem Kontrollpunkt nach dem Bahnhof am Flussufer. Code 9576. Eine weitere befindet sich in einem geräumten Terroristenversteck über dem Sicherheitskontrollposten vor dem Megatöne-Plattenladen. Code 2703. Die letzte Kiste steht auf einem Hausdach vor dem Übertechnikladen. Also, das mit dem Megatöne-Plattenladen, das habst du vor uns gesehen. Du bist gerade überlegen, aber zurück kommen wir ja nicht mehr, oder? Doch, wieso nicht? Doch, wir kommen zurück. Vor dem Megatöne-Plattenladen. Moment. Hier durch. Bling gehabt. Ich will echt mal wissen, was das ist. So, wo war der Megatöne-Plattenladen? Kontrollpunkt. Flussufer.
Oh Gott, wir müssen noch weiter zurück. Einmal auf dem Dach irgendwie. Ne, Megatöne-Plattenladen war da erst hier hinten irgendwo. Bilde ich mir ein. Stand er groß und breit oben drüber. Ja. Also hier ist kein Megatöne-Plattenladen, definitiv nicht. Vielleicht, ich schätze mal, das kommt bestimmt noch. Ich habe aber in der Zwischensequenz war das, da habe ich das gesehen mit dem Megatöne-Plattenladen. Ja. Also. Ne, das war ja bloß zu und dann. Ich kann mich aber auch keine Kiste erinnern, die Turm. Wir bauen das Paris der Zukunft, Klein-Köln. Raus mit dem Alten, rein mit dem Neuen. Ach, ich weiß es jetzt ohne. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock, noch stundenlang hier zu suchen. Jo, ich komme auch. Weil irgendwas mit Kontrollpunkt haben sie ja geschrieben. Aber ich schätze mal, es kann auch sein, dass es... Weil das war ein Gebäude und da war so groß, stand groß dran, auf blauen Untergrund, Megatöne Plattenladen. Na, da kommt das erst noch. Kann auch sein. Boah, die Sonne blendet, das ist geil gemacht. Sieht richtig krass aus. So, kommst du hier zum Tor? Ja, Moment. Ich bin Tor unterwegs. Tor F6. Warte, dass man nicht teleportiert wird. Das Ding ist riesig. Hä? Ach, ja, apropos F6 hier, am Freitag habe ich gesehen, also vorgestern, die bauen ja jetzt das Gebäude, wo die Brücke über die Straße ist, das bauen sie jetzt zur Wohnung um. Ach doch. Ich denke, das soll irgendwie erhalten werden und... Ja, das Gebäude schon, aber die bauen das zur Wohnung um. Ja, die Mieten kannst du doch eh wieder nicht bezahlen. Weiß ich nicht. Da ist er. Oder ist er. Entschuldigung.